Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder in Going Medieval. Als letztes haben wir hier das Lagerhaus gebaut. Ist auch schon gut was drin. Ich habe uns hier mal ein bisschen einmal Boden schon aufgeschüttet und angezeichnet, die Gebäude. Hier geht noch nicht, da ja hier noch ein Loch ist. Hier habe ich Boden angezeichnet schon. Wir sind ja im Screenshot-Modus. Da sehen wir Bauplanung nicht. Hier oben ist ja unser Rüstungsmacher mit Laden. Habe ich schon ein weiteres Gebäude bauen lassen. Das ist die Bibliothek. Hier haben wir Krankenhaus. Und hier werden wir die Küche reinmachen. Irgendwie. Und hier drüben Wirtshaus. Ich habe hier auch angezeichnet, damit wir in den Keller kommen. Lassen wir jetzt mal durchlaufen, dass sie ein bisschen arbeiten können. Hoffentlich machen sie hier noch die ehemaligen Bücherregale. Damit wir hier unten dann... Habe ich uns mal Bücherregale reingestellt. Und auch ein paar an die Wand gemacht. Einen Tisch, falls man ein Buch ausleihen möchte. Kann man sich denken, hier sitzt dann einfach einer. Und oben können sie forschen. Und Bücher schreiben. Ich habe auf die Seite jetzt dann hier auch... Auf der Seite schon mal Fenster eingebaut und Türen. Hier ein bisschen weiter aufgeschüttet. Und hier machen wir dann eine große Halle draus. Die gibt ja hier einen Bonus. Mal gucken, wo war die? Hier. Dann bekommen die Siedler alle einen Bonus, wenn sie hier essen. Hat eigentlich gedacht, also Wirtshaus so und dahinter dran die Küche. Aber da es vom Platz her nicht so richtig reicht und wir ja irgendwie in den Keller kommen müssen, machen wir am besten gegenüber dann hier das Wirtshaus draus. Also nein, gar nicht wahr. Hier das Wirtshaus und hier die Küche. Schön mit Herd und so. Da sollten wir vielleicht aber dann einen anderen Fußboden rein. Dann reißen wir hier mal den Fußboden raus. Machen da einen Steinfußboden rein. Und dann die Kochstellen. Haben wir die? Hier unten haben wir die. Können wir auch aus drei verschiedenen Kalksteinziegel, Kalkstein und Lehmziegel. Was ein Lehmziegelgebäude ist, nehmen wir wohl dann Kalksteinziegel. Oder müssen wir jetzt mal gucken wegen dem Boden. Ja, aber eine Küche sollte einen anderen Boden haben als Holz, oder nicht? Ja, für die Kochstellen den hellen verwenden, den hellen Boden mit einer Reihe rum und den Restboden grau machen. So. Da kommt eine Treppe rein. Wie wollen wir in den Keller? Können wir ruhig eine Lehmziegeltreppe nehmen. So. Also genug Fenster sollten drin sein. Hier werden wir überdachen. Dann sind die beiden Fenster eigentlich sinnbefreit. Ich will den Eingang zum Keller schön überdachen. Ja, dann sind die Fenster irgendwie nicht so schlau. Und oben könnte man
Ein Lager, aber für was ist die Frage? Oder bekommt man hier doch eine große Halle rein mit einer Küche? Wie breit ist denn so ein Herd? 2. 3 und dann wäre hier eine Wand. Dann hätten wir 5 mal 9. 45. Reicht das? Nope. Müssen mindestens 50 Felder sein. Ich bin nicht sicher, ob seit dem Update. Also früher hat, wenn wir eine Treppe reinbauen in die große Halle und keine Tür ist, zählt der Raum darüber auch noch zur großen Halle. Könnten das doch mal probieren. Also 3 und auf 4 setzen wir eine Wand. Mit einer Tür zur Küche. Vielleicht dann hier eine Tür zur Küche? Und dann so. Ein bisschen klein für ein Wirtshaus. Da dürfen doch bestimmt keine kleinen Tische rein, oder? Großer oder mittelgroßer Tisch. Da können wir nur 2. Naja, mehr oder weniger. Ja, das geht nicht. Hier könnten wir einen Tisch hinstellen. Da ist die Tür. Und so, aber dann geht das nicht mit hochgehen. Das klappt ja mal super hier. Dann machen wir hier einfach die Küche draus. Also, ein Herd hat 2. Stellen wir die denn hin? Könnten ja so. Aber genau unter dem Balken. Bisschen doof, dass man jetzt die Kelleranzeichnung sieht. So können sie. Wir machen mal kurz Pause. So. Wenn der hier steht, könnten die kochen und etwaige Hitze am Balken vorbeiziehen. Also gut, ist im Spiel jetzt nicht wirklich relevant, aber. Oder setzen wir das ein nach hinten? Weil hier muss ja auch noch eine Schlachtbank rein, sonst zählt das nicht als Raum. Also als Küche. Die könnten wir doch hier hinstellen. Das Fenster ist nicht so schlimm. Kann ruhig bleiben. Machen wir hier zu. Das hatte ich nur gelassen, weil sie hier noch den Graben auffüllen mussten. Aber jetzt kommen sie auch außen vorbei. So.
Machen wir halt eine Großküche daraus. An der Wand brauchen wir eigentlich nicht einen freilassen. Dann kann einer verpackte Mahlzeiten herstellen und der andere kann normales Essen, also Mahle, herstellen. Hier kann man, wenn, schlachten. Aber was machen wir dann oben? Ja, was machen wir oben? Was ist oben in der Großküche? Das Lager für die fermentierten Sachen, also die Sachen, die fermentieren. Hier, die brauchen ja auch eine bestimmte Temperatur. Und da hatte ich aber gedacht, das war die Brauanlagen. Machen wir das Oberlevel aus. Dass wir hier noch ein Lager hinbauen. Und die Brauereien. Also einmal Brauerei und einmal für Fermentieren. Beide hier neben. Und da kann jeweils oben die Sachen fürs Fermentieren lagern. Und wenn der Alkohol fertig ist, kommt er von hinten in den Keller gehen. Das Einlagern. Nur gut, dann bauen wir jetzt halt hier eine zweite Etage ein. Bisschen ärgerlich, dass wir keine Schornsteine oder so bauen können. Ja. Aber so ist irgendwie ein bisschen Platzverschwendung. Und dann sollte man, glaube ich, auch lieber eine. Ja, was war denn früher in. Eigentlich hatten die ja so eine Küchenzeile und dann, wie gesagt, davor eine Wand. Wir können doch den Lagereingang. Guck mal, hier ist ein Wohnhaus. Wenn wir Tür entfernen und hier eine Mauer ziehen und die Tür nach hier versetzen. Obwohl, wir können auch einfach diese beiden, also die Tür entfernen. Die ganze Seite der Mauer entfernen und bis hier ranziehen. Warte mal, wo geht denn da die Treppe schon wieder? Ach, ich habe falsch angezeichnet. So ein Mist. Die haben es entfernt. Kann ich nicht bauen. Wir müssen echt die drei hier noch entfernen. Reichen zwei vielleicht? So, mal sehen. Also wenn wir dann das Gebäude. Ja, wir müssten es hinten dann auch einverbreitern. Kommt hier denn noch ein Gebäude hin? Momentan nicht. Wenn wir so eine Wand ziehen. Bis hier. Und dann noch ein weiter, damit sie auch in den Keller reinkommen. Also bis auf Höhe der Tür. Ja gut. So doll beeinträchtigt das die Sicht des Wohnhauses jetzt nicht. Wenn wir das so machen, dann so. Würden zwei Reihen Platz für die Küche gewinnen, dann könnten wir doch, wenn das oben wirklich mitzählt, was wir testen müssen, probieren, ob das eine Küche, Einzelraum wird und eine große Halle. Müssen wir das hier mal abreißen.
Nur Wände, Einzelebene. Ach, wie das immer nicht funktioniert. So. So. Dann werden wir aber die Küchengeräte auch noch einmal entfernen. So, und lassen weiterlaufen. Ein Gang zum Keller reicht. Hier wäre dann noch eine Tür eventuell. Wenn sie denn jetzt die Treppe da unten und alles bauen. Gucken, können wir die Treppe da jetzt hinsetzen? Nee, können wir nicht. So ein ärgerlich. So. Wir können die doch irgendwie anpassen. Das geht mal gar nicht. So, und außen probieren wir das auch. Bisschen anrunden, so. Dann sieht es nicht allzu schlimm jetzt aus. Und solange hier noch kein Gebäude geplant ist, können wir das hier auch machen. So. Dann kommt jetzt hier erst noch mal Kellerfußboden. So, und dann die Treppe hoffentlich. Ah, geht. So, hier haben wir einen Boden der Tür. Der bleibt leider hinterher immer. Wir müssten eventuell hier dann noch einen Balken setzen. Wo würden wir denn jetzt die Küchengeräte hinstellen? Boah, das ist aber echt ärgerlich, dass das die Bauzeichnung vom Keller angezeigt wird. Mal irgendwie so gucken. Also wenn wir hier die Fenster entfernen würden, unten, könnte es hier hin. Aber dann ist die Wand immer noch hier. Könnten es hier hinstellen. Aber dann passt hier nur einer rein. Und auch keine Schlachtbank. Gut, dann werden wir einfach die Wand da wieder hinsetzen. Beziehungsweise brauchen wir nur diese beiden hier. Eigentlich nur die eine, oder? Dann kommt da eine normale Wand hin. Und die Tür. Dann setzen wir die Tür schon dahin. Machen wir hier halt doch nur eine Küche draus, aber vielleicht vorne irgendwie eine Wand. Könnten einen hier hinsetzen. Dann die Tür, einen frei. Aber da muss die Schlachtbank hin.
Also so. Und dann trotzdem da die Schlachtbank. Werden wir aber innen eine Mauer ziehen. So. Wo habe ich den jetzt? Hä? Oh Gott, die habe ich oben gesetzt. Also. Den mal da unten hinsetzen. So. So. Wenn man was kaufen möchte. Oder bestellen möchte, kann man das hier aufgeben. Warte mal, wir machen die weiter nach hinten. So. Pass hier ein kleiner Tisch rein. Warum ist der kleine Tisch eigentlich so riesig? Doch. Geht. Wir haben noch hier irgendwie Stühle. So. Aber ich weiß immer noch nicht, was wir oben machen. Und hier können wir ein Fenster hinsetzen. Wir müssen dran denken, wir brauchen ja auch noch für die Küche Wandregale 2 Stück. Und da eins hinsetzen. Und dann die Seite hier nämlich auch. Da zum Beispiel. So. Dann kommt da jetzt eine Tür hin. Hier kommt eine Tür hin. Also könnten die Wand auch, da hier stabil ist, auch einen nach hinten versetzen. Ist hier nicht so eng. Machen wir das so. Und dann muss hier noch einer hin, weil da die Tür hinkommt. Holztür. Nee, so. Und hier kommt eine... Ach, jetzt habe ich die Wand falsch gesetzt. Nee. Oder? Ich habe die Tür falsch gesetzt. Können die Tür trotzdem da lassen. So. Der passt da nämlich genau rein. Und dann kann neben die Kochstellen ein Fenster. Und zwar auf beiden Seiten. Und wenn wir hier noch ein Gebäude hinsetzen sollten, brauchen wir nur das Fenster. Oh, wo habe ich die denn jetzt schon hingesetzt?
Sollten wir es hier noch erweitern? Brauchen wir einfach nur die Fenster entfernen. Vorne geht nicht. Also gut, vorne würde auch gehen. Aber wir brauchen ja auch, wie gesagt, damit das als Küche zählt, zwei Wandhalterungen. So. Um die Arbeitsplätze haben wir gesagt. Ein. Mal. Den Boden hier. So. Vorne auch ein Steinboden rein. Es muss ja hygienisch sein, also es soll wer. Wir machen erstmal hinten. So. Wenn wir dann. Man kann ja das Gekochte auch oben essen. Gute Idee. Und oben einen Holzboden hin. So. Ha. So. Über die Tür kommt erstmal. Na, hier kann ja auch kein Fenster hin. Ja, wir gucken einfach später, ob hier ein Fenster reinkommt. So. Ja. So. Immer ein paar Fenster. Wenigstens oben. Vorne welche? So. Die ist gebaut, dann können wir die wieder abrunden. So. Sieht auch gleich viel eleganter aus. Vorne, die ist abgerundet. Was machen die eigentlich den ganzen Tag hier? Oh, das ist eigentlich keiner. Schlafmalle. Warum ist die Treppe da nicht gebaut? 45. Ja, haben wir doch aber. 1900. Wir haben ewig viel davon. Oh, da unten. Fußboden. So. Ja. Gut, wir hätten es hier auch einfach hier die Mauer hinziehen können. Aber ist jetzt auch egal. Aber wir werden hier wohl noch Fenster einbauen. Und hier die Ecke abrunden. Falsch rum. So. Gut. Dann gucken wir mal bei den anderen Baustellen. Ja, die haben sie nicht. Gott, die verrotten. Echt mal. Haltet Essen zu essen, beschafft Ressourcen. Scheiße, macht das jetzt hier. Sag mal, ist jetzt nicht so schwer, oder? Wieder abreißen. Wenn das nicht befiehlst, machen die das gar nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. So,
So stehen die Bücher draußen und verrotten. Da müssen wir neue herstellen. Muss jetzt gar nicht sein. Wenn die Bücher auf dem Boden liegen, werden die auch ordnungsgemäß von unseren Hunden wegsortiert. Geht doch. So. Ist das hier denn fertig? Ach, wir haben gar kein Dach an. So, das ist fertig. Wie sieht das vorne aus? Muss auch noch geändert werden. So. Also das ist unsere Bücherei. Das heißt, wir brauchen ein Büchereischild. Haben wir denn irgendwas, was einem Büchereischild ähnelt? Ein Buch wäre ja schön. Was davon? Schloss einen Schlüssel vermittelt. Mit den Büchern kannst du dein Wissen aufschließen, keine Ahnung. Wissen, vielleicht blau. Ich denke, das auch gar keinen Sinn, aber. So. Hier wirst du geheilt, falls du krank bist. So. Dann haben wir aber natürlich oben, wenn wir was ist denn das jetzt hier? Warum bauen die denn hier einen Steinboden ein? Nee. Ich habe den auf der falschen Ebene verlegt. Das ist ja was. Wenn wir hier das als abgeschlossenen Raum machen, wäre das eine Kneipe. Aber eine Kneipe, in der du besoffen nach unten laufen musst? Also in einer, wo du eh unten säufst und oben säufst, da geht das ja aber. Auto speichern beim Runterscrollen. Oh, hier muss ein Boden hin. Oh, Mist. Hoffentlich liegt der jetzt auf der richtigen Ebene. Jetzt liegt er auf der richtigen Ebene. Gut. Sobald da nämlich ein Dach drauf ist, zählt das, da es ein abgeschlossener Raum ist, als Küche. Wandregale haben wir 1, 2, 3. 2 brauchen wir. Wir können aber vorsichtshalber nochmal nachgucken. Küche. Küche, Küche, Küche. Küche. Ein Herd, 2 Keramikwandregale und eine Schlachtbank. Oh, wir können hier erstmal, was können wir denn? Ja, üppige Mahlzeiten geht nicht. Weil ja partout keiner der Händler Kräutersamen dabei hat. Ja. So. Tja, können die echt alles nehmen. Da wir echt sehr viel von dem Zeug haben. Brauchen wir irgendwas anderes? Oh, hier Honig lieber nicht. Da war besser, wenn wir den verwenden. Für Getränke. Und wenn sie das haben, dann können sie an dem hier auch in dem normalen Essen arbeiten. So.
Und hier machen wir das andersrum. Schade ist aber, wir haben 2, 4, 6, 10, 12. Jetzt 2 neue Siedler bekommen. Ich weiß gar nicht, warum erst so wenig. So. Ja, das dürfen die benutzen. Sonst nicht. Und Honig nicht. Hier genauso. Honig brauchen wir. Holz auch. Und hier haben wir das vergessen. Honig. Holz. So. Hier kann wieder, wenn wir was haben, kann das auch schlachten. Ah, okay. Hier fehlt das Dach, deshalb ist noch keine Küche. So. Dann baue die Küche. Ah, die haben die Treppe gebaut. So, und eigentlich, wenn sie das jetzt haben, sollte das unten als Küche zählen. Echt, jetzt mach doch mal fertig. Ja, traut euch. Raum erstellt Küche. So wollten wir das. So. Also, was haben sie hier drüben fabriziert? Oh, die haben das so gebaut, wie ich das wollte. Sehr schön. Dann werden wir hier jetzt noch schnell einstellen. Eisenbarren. Ja, cool, reicht eigentlich. So. Das Ding kann eigentlich ruhig laufen, so wenn es an ist, also. Kann der hier noch Silber machen? Falls wir Silber haben. Machen wir 500 Silber. Und hier, der kann auch noch, wenn Eisen produzieren. Hier ist jetzt ganz wichtig, dass wir wieder nachkommen mit Lehmziegeln. Oh nein. So, nein. Nein. So. Hier stellen wir jetzt Kohle her. Die hat wohl einen höheren Brennwert. Wie Holz. Daher nehmen wir dann zum Heizen lieber Kohle. Und der kann ja noch Lehmziegel herstellen. So. Natürlich aber kein Holz. Kein Holz. Kein Holz. Der macht ja aus Holz. So. Ja auch, kein Holz. Kein Holz. Weil ab und zu brauchen wir ja Holz und das dann immer alle und wir wundern uns warum. So. Gut, dann kommt hier der Steinmetz rein. Hier, wenn sie es dann auffüllen. Nein, nein, nein. Bauen sie hier Erde hin. Will ja keiner.
Also hier kommt Steinmetz hin. Hier werden die Steine und das Lehm gelagert. Für auch die Brennöfen. Hier machen wir eine Schmelze und... Moment. Also die Schmiede machen wir hier rein. Und hier war noch einer mit Feuer. Warte. Ja, welcher ist denn das? Ich glaube, der Rüstungsmacher. Haben wir den noch gar nicht? Holzwaffen. Schmelzen. Schmieden. Holzwaffen. Der, oh, der ist hier oben. Und das hier. Rüstungsmachertisch. Benötigen wir denn natürlich. Kommt ja hier rein. Wir haben keine Erde. Ich habe hier einen halben Berg abgetragen und die haben keine Erde. Ich deren Ernst. Dann traget ab. Ja, bis, sie sollen ja auch nur bis hier haben. Spiel. So. Haben wir gut was geschafft. Gut. Hat ein bisschen gedauert jetzt hier wegen dem Umgestalten. Oh. So. Aber es ist jetzt eine Küche. Jetzt müssen wir noch gucken. Vielleicht hier auch nur so ein, wie eine Kantine rein. Könnte auch gehen. Und die Kneipe trotzdem da drüben. Dass gut Bier hinten gelagert wird. Vorne viele Tische. Wird dann als große Halle gewertet. Und hier kommt man in den Keller. Essen können sie auch direkt hier produzieren. Und kann der Wirt sich zum Beispiel immer Essen für seine Gäste von direkt aus der Großküche holen. Ist ja möglich, also. Dorfbewohner, ach, sind der Schöpf, wo haben sie sich jetzt wieder eingebaut? Warte mal, oh nee. Ach, der Hund kommt da nicht anders hin. Fruchtsaft, grober Wein, okay. Machen wir lieber hier einen Hang hin. Mit der Erde, die wir nicht haben. Okay. So, auf jeden Fall wollten wir jetzt noch einmal schnell in den Keller gucken, ob sich hier irgendwas tut. Also. Wie haben sie denn das ausgegraben gekriegt? Faszinierend. Ach, warte mal. Ich kann doch jetzt. Hier ist zwar frei. Aber wir können jetzt hier doch schon wieder die Treppe nicht setzen, oder? Nö. Dann müssen wir diese drei hier entfernen. Ja. Die drei entfernen. Oh Gott, dann ja hier auch. So. Ah. Wie haben sie denn hier was? Warum fehlt denn hier was? So, das ist das hier, wo sie noch nicht hinkommen. Hier ist die Treppe. Dann müssen wir hier einen Boden einziehen. Erst hier. Also hier ist so schwebend. Wenn sie diese drei entfernt haben. Und hier kann dann hinterher wieder einer hin. An die Stelle hier.
Cool, das geht überhaupt nicht. Warte mal, müssen wir auf jeden Fall. Ah, hat er den gesetzt, okay. So. Da ist einer. Und hier hinten müssen wir dann auch einen Holzbalken so quersetzen. Und ich habe das so kreisrund gebaut runter. Und hier ist die vorletzte Ebene. Und hier ist unser Kellereingang. Da, das war zwei Etagen hoch haben, den Kellereingang. Und für etwaige Lager, die wir hier vorne noch machen, damit sie nicht alles hier hinten, dann entfernen wir hier nämlich die fertigen Lebensmittel, nur noch, dass hier rohes Zeug ist. Und hier vorne kann dann, oder auf der Seite wohl eher, vielleicht nur noch die fertigen Gerichte gelagert werden. Weil momentan kochen die nicht, weil sie zu viel zu tun haben. Auch wenn die Priorität beim Kochen bei denen, die es können und allen anderen gut hoch ist, aber noch so viel zu tun ist. Warum steht der hier eigentlich noch? Hier fünf stehen. Also da noch so viel zu tun ist, kochen die halt momentan nicht, auch wenn hier immer steht, bereitet Essen zu, aber die fressen scheinbar ohne Ende. Und die Hunde müssen wir auch mit einberechnen, die futtern auch ohne Ende. Und zwar auch unsere verpackten Lebensmittel. Müssen wir ab und zu ein Auge drauf haben. Nicht, dass sie verhungern. Gut, sieht jetzt aber schon recht weit aus. Das Gebäude kann dann bald erst ab. Wenn wir hier die Steinmetze entfernt haben, die hier drüben hinkommen. Dann werden wir noch auf diese Seite. Ich mach das mal so an. Hier für die eine Fraktion eine Kirche errichten und auf der anderen Seite, oh, hier kann man das ja irgendwie so den hier als Anhaltspunkt nehmen, vielleicht so ein bisschen Vorplatz vor der Kirche, und hier werden wir das auch machen. Oh Gott. Gut, während wir das die andere Kirche bauen, müssen wir hier auffüllen, sehe ich gerade. Oder deren Kirche ist tiefer gelegen. Abtragen geht einfacher. Das müssen wir uns mal überlegen dann. Und hier hinten ans Ende und dann mit einem Vorplatz die riesige Tempelanlage für ihren Schöpfer. Mich. Ja, oder für deren König. Kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall wird das Ding einen Stuhl haben. In der Mitte. Also Mitte, Ende vom Gebäude, logischerweise. Einen riesen pompösen Empfang. Gut. Dann werden wir in den nächsten Folgen gucken, dass wir erstmal hier jetzt weitermachen. Weil die Küche ist ja jetzt ein Raum mit Bonus. Den Keller machen die automatisch. Ich sehe gerade, die Schlachtbank hier kann weg. So. Die Lagerfeuer können auch entfernt werden. Weil in der Küche gibt es einen Bonus. Wir haben Tierfutter, frisst nur keiner. Aber warte, dann können wir von mir aus das mit dem Tierfutter hier stehen bleiben. So. Die Kirchen müssen stehen bleiben. Und die sortieren wir dann ja erst um die Steinmetze. Okay. Dann hoffe ich, hat dir Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.